da bin ich jetzt mit dem Bus angekommen. Das ist Schüppach-Dorf im Emmental. Ich werde jetzt einen großen Teil der Emme entlang wandern. Gehe jetzt zuerst da nach hinten. Jetzt habe ich doch da einen ganz schönen Weg. Schon im Dorf Schüppach. Wie gesagt, ich gehe jetzt da zur Emme runter und laufe einen Großteil der Emme entlang bis zu mir nach Hause. Kurz vor meinem Ziel geht es noch ziemlich bergauf. Ja, ich bin jetzt gespannt auf meine Wanderung. Da ist der Blick in das Tal der Emme hoch Richtung Eggiwil. Schüppach ist doch noch ein ziemlich großes Dorf. Gehört zu Sittnau. Da überquere ich jetzt den Bach, der von Sittnau herkommt. Und da fließt er jetzt Richtung Emme. Und da vorne sieht man schon die alte Holzbrücke. Da muss ich noch ein wenig aufpassen, da könnte es glatt sein. So, ich habe die Emme erreicht. Da ist die erste Holzbrücke, die ich jetzt unterquere. Da ist noch irgendwie so ein Alarm. Wahrscheinlich, wenn die Emme Hochwasser führen sollte. Ist doch da ziemlich breit. Jetzt geht es unter dieser Holzbrücke durch. Da hat es noch Enten und auf der gegenüberliegenden Seite ist noch ein Fischreiher. Nochmals einen Blick zurück auf die Holzbrücke. Und da verlasse ich jetzt Schüppach. Da hier drüben geht es hoch Richtung Mosek. Da habe ich einen ganz schönen Wanderweg der Emme entlang. Sie hat momentan nicht so viel Wasser. Ist ja alles gefroren. Hier hat die Emme Stromschnellen, wo das Wasser ein bisschen gebremst werden kann. Und wenn man sich umdreht, sieht man da schön in die Ebene raus. Und das da ist noch ein Blick Richtung Schüppach. Und weiter hinten sieht man noch den Kirchturm hier, da von Sittnau.
schaut euch mal die Eiszapfen an da drüben. Ich hoffe, man sieht es. Da hat es noch viel mehr von dieser kleinen Felswand. Und ganz ein schöner Wanderweg. Einen Blick zurück. Dieses Bauernhaus da drüben, das muss auch ein älteres schon sein. Es ist schön hier. Ich habe heute auch ganz, ganz schönes Wetter. Die Vögel singen. Es ist wirklich toll. Jetzt muss ich, oder darf, es ist kein Müssen, über diese Holzbrücke auf die andere Seite von der Emme. Von 1837 ist die. Und da ist noch ein kurzer Beschrieb über diese Holzbrücke. Ist auch eine schöne alte Holzbrücke. Das jetzt ein Blick abwärts. So, jetzt geht es auf die andere Seite. Da hat sogar noch zwei Bänke. Grüß euch. Das da ist dein Blick Emme aufwärts. Und in diese Richtung, da hier hoch, da wäre Langnau. Und der Weg, den wir jetzt weiternehmen, geht hier alles schön der Emme entlang. Die ist da hier draußen. Da habe ich einen ganz, ganz schönen Wanderweg. Da oben in diesen Bäumen, die sind voll mit Krähen. Man hört sie auch gut. Nochmals einen Blick Richtung Langnau.
Und da vorne überquere ich jetzt die Emme erneut. Von daher kommt sie runter. Und da fließt sie weiter. Und da vorne, da hier, sieht man noch die Eisenbahnbrücke über die Emme. Und ein bisschen weiter hinten noch ist der Zusammenfluss von der Ilfis in die Emme. Da von der rechten Seite, also von hier, kommt die Emme. Und da geradeaus, da ist die Ilfis. Das ist also der Zusammenfluss. Und da stehe ich neben der Eisenbahnbrücke. Und das da ist jetzt Emme abwärts. Da stehe ich jetzt an der Bahnlinie von Bern, Langnau, Luzern. Und da auf der anderen Seite, da hier, kommt die Bahnlinie von Burgdorf nach Langnau. Die kommen dann da hier vorne zusammen. Da ist ein schöner Rastplatz, leider voll noch im Schatten. Da drüben das Dorf, das heißt Emmenmatt. Und da gibt es sogar noch eine Bahnstation. Und hier sieht man wieder in das Mosekgebiet hoch. Und jetzt geht's hier weiter. Oben bei der Eisenbahnbrücke hat ja die Emme einen leichten Bogen gemacht nach links und fließt jetzt hier Richtung Burgdorf. Ist da doch ziemlich ein breiter Fluss schon geworden. Und da mein Wanderweg, wo ich jetzt hergekommen bin. Das da hier, das da, muss auch irgendwie eine Alarmanlage sein. Wenn da Hochwasser kommt und bis zu diesem Draht oben, es sind oben Drähte gespannt, wird es wahrscheinlich unterhalb Alarm auslösen. Weil die Emme kann ja bekanntlich sehr stark Hochwasser führen. Da ist sie auch sehr tief, sehe ich gerade. Da ist auch relativ ein gefährlicher Fluss. Und es kann auch sein, dass in der Gegend von der Lombachalp ein starkes Gewitter stattfindet und da hier unten man überhaupt nichts merkt und auf einmal ist das Hochwasser da. Jetzt bin ich in einem schönen Wald, da der Emme entlang. Diese Seite hat es dann weiter vorne sogar noch eine kleine Fluh. Und die Emme ist da hier draußen, da. Jetzt habe ich die Emme wieder verlassen
Und da sieht man jetzt in die Emme-Ebene. Das ist eine große, weite Fläche. Und früher war hier natürlich die ganze Breite überflutet von der Emme. Die wurde dann kanalisiert und auch hier dieser Damm gebaut. Wenn euch das interessiert, wie es hier früher ausgesehen haben muss, dann müsst ihr die Gotthelf-Bücher lesen. Dort ist alles schön genau beschrieben. Da hier ist schon wieder eine Brücke über die Emme. Und da drüben sieht man Lauperswil. Da bin ich jetzt schon fast in Zollbrück. Und hier sieht man schön Lauperswil. Und da in diesem Wald, da gerade rüber, haben sie ziemlich viel Holz gefällt. Man sieht die Spuren, wo sie das Holz runtergezogen haben, sehr gut. Ja, und da Lauperswil. Und hier ganz, ganz weit hinten noch die Berge. Schon wieder eine Brücke, die über die Emme führt. Da musste man früher wirklich Zoll bezahlen. Von da kommt auch der Name Zollbrücke her. Übrigens, da hier bin ich auf dem Emme-Uferweg. Und da hier, diesen Hügel da, hier bin ich vor kurzem runtergekommen, wo ich auf dem Mosek oben war. Nur da vorne nehme ich jetzt heute einen anderen Weg als damals. Das letzte Mal bin ich da diesen Hügel runtergekommen und dann da vorne alles der großen Straße entlang. Und heute gehe ich da zuerst noch alles der Emme entlang und dann weiter vorne gehe ich dann hoch Richtung Rüderswil, werde aber nicht in das Dorf reinkommen. Das da hier ist noch eine alte Spinnerei und Weberei. Ich weiß aber nicht, ich glaube, die ist nicht mehr in Betrieb. Da hier, diese Häuser heißen Schachen. Es ist im Schachen unten. So nennt man diese Ebene da an der Emme entlang. Jetzt habe ich wieder einen schönen Steg hier über
die Emme. Ich gehe jetzt da mal in die Mitte und dann wieder zurück. Ist relativ neu. Ich bin wieder mal an der Emme. Und da bin ich auf einer asphaltierten Straße. Aber nur noch bis dort vorne, wo sie wieder aus dem Wald kommt. Dort kann ich dann wieder abzweigen. Da hier oben, auf diesem Hügel da, ist Rüdeswil. Und ich werde noch auf diesen Hügel hier hochsteigen heute. Und da vorne sieht man schon die Sandflühe von Ramsay. Und hier ist noch die Emme. Das da hier ist ein Kraftwerk. Da wird der Strom erzeugt für die Firma Cambly, die Wurzelfabrik. Da hinten die Sandflühe. Und da vorne auch noch. Voll mit Moos. Sieht dann noch gut aus. Das leicht verschneite Emmental. Da hier vorne komme ich jetzt übrigens in den Weg, wo ich das letzte Mal genommen habe, wo ich auf dem Mosek war. Aber ich werde ihn dann später wieder verlassen und erst dann wieder am Ziel auf diesen Weg treffen. Anstatt hier über diese Brücke gehe ich jetzt da wieder geradeaus. Da verlasse ich auch den offiziellen Wanderweg. Und da hier hat es wieder viel geschlagenes Holz und noch eine Bank. Jetzt gehe ich da vorne zu diesem Hof, wo man da sieht. Und dann hier, da geht es in den Wald rein und hoch. Durch dieses Weglein bin ich jetzt gekommen. Und ich werde jetzt da zu diesem Haus gehen. Und dann vorne einen kleinen Hügel hoch. Dann wird es wieder ein bisschen flach und dann nochmal einen Hügel hoch. Und das letzte Mal, wo ich auf dem Mosek war, wollte ich hier diesen Wald entlang und dann da vorne irgendwo hoch. Und da hat auf einmal der Weg aufgehört. Nochmals einen Blick. Das Emmental hoch. Und das letzte Mal
wollte ich diesen Weg nach hinten gehen. Habe ich dann auch gemacht. Aber der hört da vorne auf. Und da musste ich wieder zurück. Und dann auch hier hoch. Jetzt habe ich die erste Hochfläche erreicht. Da hier vorne sieht man die Kirche von Rüdeswil und das Dorf. Und hinterhalb von der Kirche die Rückseite der Schrattenfluh. Und ich gehe jetzt noch da auf diesen Hügelzug hoch. Ich bin dann das letzte Mal hier abgebogen. Da ist die Straße entlang. Und jetzt gehe ich da hier vorne hoch. Da hier. Da geht jetzt mein Wanderweg hoch. Oh, ich bin nicht der Einzige, der da durchgeht. Da, fast auf der anderen Seite, dort wo man die Sandflühe sieht, bin ich runtergekommen. Und da oben hat man einen so schönen Ausblick auf Rüdeswil. Und ich habe da einen Naturweg. Ich hoffe, dass der dann auch nicht aufhört wie der andere. Da hier habe ich jetzt den steilsten Aufstieg von heute. So, eine Art hohle Gasse. Da hier wurde alles mit Ästen aufgefüllt. Und ich kann mir vorstellen, dass da hier, wenn der Schnee weg ist, geschmolzen ist, nicht so schön ist zum Durchgehen. Von da bin ich jetzt hochgestiegen. Und das alles nur, weil ich nicht Remme entlang nach konnte. Auf der linken Seite. Und schaut mal da, die schöne Aussicht, die ich da oben habe. So, jetzt geht es hier diese Straße entlang. Ja, da in diesem Graben, da hier ganz hinten, da bin ich aufgewachsen. Schön da oben. Auf diese Seite hat man zwar nicht so Aussicht. Und da hier vorne, wo der Schatten ist, bin ich letzten Winter so fürchterlich gestürzt. Da wurde sehr, sehr viel Holz gefällt. Ganz schönes. KÜ, ja, da weiß ich, wem dass das gehört, welchem Sager. Ja, da hier ist alles fast flach da oben. Auch das gibt es im Emmental. Aber der Weg ist nicht so schön hier. Da muss ich ein bisschen da draußen gehen.
jetzt halt ziemlich viel Schnee vergangen. Und das gibt immer ein bisschen einen Flutsch. Von da geht jetzt der Weg nur noch runter. Da unten, das Dorf, wo man da sieht, das ist mein Nachbardorf Lützelflüh. Und ich wohne ja in Goldbach. Das ist aneinander angebaut, sind aber zwei unterschiedliche Gemeinden. Und da noch einen Blick in das Emmental. Das markante Gebäude ist die Schule. Und rechts davon die Gotthelfkirche. Und ich habe jetzt da die Emme quasi ein bisschen umwandert, so dass ich nicht auf großen Straßen gehen musste. Und an der Emme entlang kann man ja nicht. Übrigens, die Emme fließt ungefähr hier durch. Schaut einmal, wie das da hier aussieht. Puh. Jetzt kommt man ja noch ziemlich gut durch. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn es dann wärmer wird und der Schnee wegschmilzt, wird es da hier nicht so angenehm sein zum Durchwandern. Jetzt noch einen Rundumblick. Von da hier oben bin ich jetzt gekommen. Und jetzt geht es noch da runter und dann nach Hause. Einen Blick ins Emmental hinein. Da aus diesem Wald bin ich jetzt runtergekommen. Und das da ist der Goldbachgraben. Und da unten ist jetzt Goldbach. Schulhaus da drüben. So, da vorne habe ich jetzt dann mein Ziel erreicht. Es war eine ganz, ganz schöne Wanderung. Mir gut gefallen. Jetzt mittlerweile ist die Sonne verschwunden, es wird überzogen leicht. Aber es war wirklich eine tolle Wanderung.